Im strahlenden Sonnenschein begann die erste öffentliche Trainingseinheit im Jahnstadion am Samstagnachmittag. Aufgeteilt in Gruppen wurden Koordination, Ballgefühl oder verschiedenste Spielvariationen geübt. Dabei wurde auch mal der klassische Fußball weggelassen und mit einem American Football weitergespielt. Selbst mitgemacht habe ich jetzt bei fast allen Trainingseinheiten, außer dann ganz spät abends, da haben sie meistens noch ein kleines Turnier gehabt. Ansonsten habe ich jetzt immer voll mittrainiert, Passspiel, aber auch einfach mal ein bisschen dribbeln lassen, die Kleinen, ein bisschen rumwuseln. Und ich glaube, gerade bei den Jungen braucht man aufs Verteidigen jetzt nicht so sehr zu achten, sondern die sollen alle nach vorne ein paar Tore schießen, der Rest kommt dann später. Und dabei stand vor allem eins im Vordergrund. Egal ob beim Training auf dem Platz, in der Schwimmhalle oder beim Bowling. Spaß ist das A und O, weil da muss man auch ehrlich sein, in 4 Tagen wirst du jetzt keinen zum Fußballprofi machen. Kann ihnen 1-2 Tipps geben, aber Spaß haben, Kameradschaftlichkeit vermitteln, ist ja auch mal nicht so einfach bei 48 Kindern auf engem Raum. Und das ist eigentlich für mich so das Wichtigste an diesem Camp. Der Borussia Mönchengladbach-Spieler gab übrigens an, dass er das Training nicht ganz so streng gestalten würde wie seine Trainer damals. Begonnen hat er nämlich 1996 beim Hoyerswerda SV Einheit. Nun spielt er parallel zum Vereinsfußball in der U21-Nationalmannschaft. Klar, dass auch die angehenden Profikicker beim Fußballcamp ein Autogramm wollen oder die ein oder andere Frage rund um die deutsche Elf stellen müssen. Ja, doch, das kommt schon mal vor. Haben wir auch morgen zum Glück noch eine Autogrammstunde. Da können sie dann alle ihre Unterschriften abholen. Ja, aber sonst ist die EM zum Glück noch nicht so ein Thema hier. Vielleicht untereinander, das weiß ich jetzt nicht genau, wie sie dann mal. Aber mir gegenüber ist das Fußballspielen hier auf dem Rasen. Getuschelt wurde jedenfalls über die Chancen des deutschen Kaders. Doch wird Deutschland am Ende Europameister? Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall sind wir ein Favorit wie jedes Jahr. Ich glaube, wir sind die letzten Jahre immer ins Halbfinale mindestens gekommen. Und wir haben auf jeden Fall eine gute Chance. Wir müssen natürlich gucken. Die Italiener waren bisher sehr stark, was ich gesehen habe. Und die Spanier haben sich jetzt rausgespielt gegen die Türkei. Und da müssen wir einfach mal gucken. Aber wir sind immer Favorit. Während der Profifußballer bei den Deutschlandspielen auch mal lauter werden kann, ist er sonst aber eher gelassen. Vor allem, wenn er selbst auf dem Platz steht. Doch auch dann kommt ein gegnerisches Tor nicht in Frage.